Hallo Leute und willkommen zum Vlog Nummer 1428. Heute mal wieder zur besten Jujunskaya-Kernsendezeit. Wir sind sogar etwas früh dran, das kommt ja eher selten vor. Aber dieses Mal hat es mal wieder geklappt. Bevor wir direkt loslegen mit dem absurdistanischen Irrsinn, ich habe 6 Themen, die eigentlich nur 5 sind, weil 2 davon unmittelbar zusammenhängen. Bevor wir damit loslegen, erstmal die kleine Rückfrage an euch. Ist der Ton jetzt wieder besser? Ich habe gerade eben die App nochmal komplett neu installiert. Geprüft, ob es vielleicht doch an meinem Mikrofon liegen könnte, tut es nicht. Habe nämlich mit der normalen Kamera-App noch ein kleines Video aufgenommen, einfach nur so zum Ausprobieren. Habe mit der App telefoniert, mit dem Handy telefoniert, alles bestens. Hat nichts geknackt. Deswegen jetzt bitte mal euer Fazit. Ist das Problem bei YouTube gelöst? Oder werden wir uns noch weiterhin mit einem Geknacke herumärgern dürfen? Ich konnte zumindest schon mal ausschließen, dass es was Hardware-Technisches ist. Es muss was Software-seitiges bei YouTube gewesen sein. Ach, ich lese, es knackt nichts. Das ist sehr, sehr gut. Ton super. Dann hat das Neuinstallieren geholfen. Ja, die App hatte sich auf über 5 GB an Daten hochgefressen, so von der Größe, die es auf meinem Handy eingenommen hat. Und wir wissen ja im Vergleich dazu, dass es mal 200 GB groß war, ist das fast noch winzig klein. Aber sobald die YouTube-App größer wird, läuft sie instabiler. Heißt, da gibt es dann irgendwelche internen Problemchen, warum andauernd irgendwas nicht mehr geht. Und das scheint Auswirkungen auf den Ton zu haben. Um den jetzt wieder guten Ton zu feiern, hat sich unsere Chefin herbewegt. Schaut, wir sind allesamt hier zusammen im Studio. Dort die Juna. Neben mir war gerade der Flattestent, den habt ihr schon im Bild gesehen. Und na gut, mich hört er, ich bin da. Wenn ich nicht da wäre, wäre es hier relativ ruhig im Studio, sofern denn kein Personalgespräch läuft. Das bedeutet, wenn ihr noch etwas Zeit und Motivation zum späten Sonntag mitbringt, dann reißen wir mal ins beste Absurdistan, das wir jemals hatten. Also physisch sind wir ja schon da. Ansonsten, ob man da auch gedanklich ist, das überlasse ich euch. Wir gucken uns aber jetzt mal an, was sich so am Wochenende so ereignet hat. Denn wir haben tatsächlich ein absolutes Kracherthema. Das ist jetzt zwar nicht am Sonntag rausgekommen, aber erst heute wird darüber berichtet, spannenderweise. Und wir haben ja immer so das Problem, dass ich eine Mainstream-Quelle brauche, die ich zitieren kann, um entsprechende Zensurfetischisten so ein bisschen auszubooten. Ansonsten knallen die uns nämlich ganz schnell die Videos weg, wenn wir über kritische Themen reden. Wenn ich aber eine Lüge zitieren kann, dann können sie es nicht zensieren, wird dann schwieriger. Aber das ist nachher das große Tagesthema. Wir steigen erstmal ganz langsam gemütlich ein. Und zwar mit einer Meldung aus Berlinistan vom RBB24. Und da musste ich etwas drüber lachen. Was heißt etwas? Da habe ich wirklich jetzt gerade eben oben in meinem Bett gesessen und gelacht, als ich den Themenzettel zusammengekleistert habe. Der RBB teilt uns nämlich mit, dass die Berlinistaner Grünlinge jetzt was Interessantes fordern. Die fordern nämlich, dass das bereits verabschiedete Berlin-Ticket für 29 Euro, dass es wieder gestrichen wird. Richtig gehört. Die Grünlinge, die jahrelang Teil vom Rot- und Grünen Senat waren, die am liebsten den ÖPNV gemeinsam mit den Linken kostenlos gemacht hätten, was natürlich völlig funktioniert nicht. Das Zug fährt nicht von Luft und Liebe. Personal, Infrastruktur, Wartung und so weiter und so fort. Brauche ich euch nicht erzählen. Ihr könnt alle ein bisschen nachdenken, hoffe ich zumindest. Hoffe auch, dass die jetzt neu dazukommen in die Reisegruppe, dass die auch ein bisschen nachdenken können. Aber kommen wir zum aktuellen Thema. Nun kommen die Grünlinge um die Ecke und verweisen auf die Sparpläne. Im Berliner Haushalt gäbe es Lücken. Im Etat sind klaffende Löcher. Und man weiß nicht so richtig, wie man die nun stopfen will. Neue Schulden dafür aufnehmen wird schwierig. Und dann kommen ausgerechnet jetzt die Grünlinge und fordern, dass dieses 29-Euro-Ticket in Berlin nicht kommen kann aus finanziellen Gründen. Waren es nicht die gleichen Grünlinge, die bevor jetzt CDU und SPD an der Macht waren in Berlin, permanent entsprechende Tickets gefordert haben wollten, das in ihrer Legislaturperiode aber mal nicht so wirklich hinbekommen haben? Das hat einen komischen Beigeschmack. Die, die es am lautesten mitgefordert haben, die wollen jetzt verhindern, dass es kommt. Ja, könnt ihr euch vielleicht entscheiden, liebe Grüne? Auch offensichtlich in Berlinistan nicht so richtig. Erst dem eigenen Wählerklientel erzählen, dass ja alles gratis sein soll und wenn es nicht gratis geht, dann wenigstens nur 29 und wenn das nicht geht, naja, Grüne eben. Und jetzt, wo sie nicht mehr in der Regierung sind, jetzt soll es plötzlich doch nicht mehr kommen. Also nach dem Motto, sollen die anderen die Buhmänner sein, die es jetzt einführen wollen. Und zur nächsten Legislaturperiode haben die Wähler, die potenziellen Wähler, ja dann wieder vergessen, dass das jetzt eine grüne Forderung war, es nicht einzuführen. Aber es ist doch echt hanebüchen, oder? Da kommen nun Lücken im Etat. Welche Überraschung, Berlin ist pleite. Ja, guten Morgen. Und nun soll gespart werden.
Was soll man dazu noch sagen? Berlin ist Absurdistan in einer Nussschale. Erst schreien die Grünen am lautesten und dann schreien sie genau, dass sie es haben wollen, und dann schreien sie am lautesten, dass es wieder weg muss, weil wäre zu teuer. Vorher nachdenken? Ist das eine Option? Na, vermutlich nicht, nicht wahr? Lassen wir die Grünlinge in Berlin aber vor sich hin grünlingen und gucken uns eine Meldung aus Südistan oder vom BR24 an, der oder bei dem auch nochmal über das Thema Züge gesprochen wird. Jetzt nicht Dr. Sheldon Cooper, der eine Runde, naja, eine Sightseeing-Tour von Bahnhof zu Bahnhof übernimmt. Nee, es gibt eine Neuerung bei der Deutschen Bahn. Zur Abwechslung geht es da mal nicht um Geld, sondern um die Sicherheit. Da ist aufgefallen, welche Überraschung, das wird immer unsicherer. Ja, das galt vor einigen Jahren noch als Verschwörungstheorie, wenn man da als Fahrgast angemerkt hat, dass man eventuell gewisse Bedenken hat, ob man denn zu späterer Stunde auch noch unbehelligt wieder zu Hause ankommt, wenn man die Bahn nimmt. Wie viele Leute fahren in Metropolen mittlerweile abends nicht mehr mit dem ÖPNV? Besonders Frauen. Öfters dann auch eher Jüngere, die jetzt vielleicht auch körperlich dann potenziell Angreifern unterlegen sein könnten. Die meiden den ÖPNV ohnehin bereits. Jetzt ist aber noch ein neuer Aspekt aufgetaucht. Der ÖPNV wird nämlich nicht nur immer unsicherer für die Passagiere. Partyszene, TM und sowas da alles so kursiert. Er wird auch unsicherer für die eigenen Mitarbeiter. So haben sich in den vergangenen Jahren nun die Angriffe auf das Zugpersonal gehäuft. Also praktisch die Schaffner verhauen, bedroht und alles, was so dazugehört. Die Kundenbetreuer, wie das bei der DB heißt. Und jetzt hat die DB ein völlig neues Konzept aufgestellt, wie man denn sein Personal besser schützen kann. Und jetzt haltet euch fest, das Zugbegleiterpersonal soll sogenannte Bodycams bekommen. Die sollen dann künftig mit der Kamera durch den Zug spazieren. Es ist freiwillig erstmal. Es gab wohl erste Tests, die gezeigt haben, das soll angeblich ach so deeskalierend wirken. Das soll ganz, ganz wundervoll funktionieren und mehr Sicherheit bieten. Aber die etwa 5000 Zugbegleiter, die es betrifft in diesem Land, die können es momentan noch auf eigenen Wunsch verwenden. Die können sich dann melden bei ihrem Arbeitgeber und sagen, wir würden das gerne einsetzen. Es gab in diversen Bundesländern Tests, unter anderem in Südistan, unten in Bayern. Und deswegen hat die Deutsche Bahn nun entschieden, dass sie das als flächendeckende Option haben wollen. Wer also Zugbegleiter ist, der kann dann künftig mit Kamera durch den Zug spazieren, um sich dadurch dann vor potenziell gewaltbereiten Passagieren zu schützen. Wo sind wir mittlerweile gelandet? Ja, Mike, ob Kameras helfen? Sehr gute Frage. Offenbar möchte man da aktuell ganz fest dran glauben. No, man kann dann zumindest im Nachgang sagen, ja, der mich vermöbelt hat, von dem habe ich überhaupt das Bild auf der Kamera. Ja, viel Freude, den dann darauf zu erkennen. Wenn das so was Partyszene-mäßig ist, wo einer aussieht wie der andere, dann viel Freude damit, nicht wahr? Die Daten dieser Bildaufzeichnungen, die sollen nach 72 Stunden gelöscht werden. Und angeblich kommt da auch wohl nur die Bundespolizei ran. Und auch das nur auf Anzeige. Ob man das nun glauben möchte oder nicht, überlasse ich euch. Wir hatten ja auch das Thema jetzt Zombie-Irrsinn vor einigen Jahren, als uns da erklärt werden sollte, dass die groß angepriesene Datensammel-App, wer da wann, wo, mit wem unterwegs war, dass die ja angeblich auch nicht für sonstige Zwecke verwendet wird, sondern ausschließlich, um Kontakte nachzuvollziehen zur Infektionsverhinderung. Gut, später kam raus, die Daten aus dieser App, bei der auch wirklich das Blaue vom Himmel versprochen wurde, dass da kein anderer drankommt. Und es geht ja wirklich nur um Gesundheit. Die Daten sind dann blöderweise doch zweckentfremdet worden, nämlich unter anderem um irgendwelche, da ging es um so eine Kneipe, da hat man da die Besucher rausgesucht, weil in der Kneipe hat sich eine Straftat ereignet. Ja, gut. Wenn man das im Hinterkopf behält, was in diesem Land mittlerweile völlig normal war, und dann so ein Statement liest, dass da angeblich keiner rankommt an diese Videoaufzeichnungen. Großes Fragezeichen, ob das denn wirklich so ist oder ob in einem halben Jahr dann wieder auffliegt. Die Aufzeichnungen der Kamera so und so aus dem Regionalexpress so und so wurden dazu verwendet, um, ach was weiß ich, denkt euch irgendwas aus. Sind alles Dinge, bei denen man etwas vorsichtiger sein sollte. Das mag ja erstmal ganz nett klingen, Gewaltprävention und Verbrechensaufklärung. Aber wie kurz ist der Schritt dahin, dass es missbraucht wird, unter anderem aus politischen Gründen? Bei so einer Hampel würde ich nichts mehr ausschließen. Und beim Thema Missbrauchen von gewissen Dingen, da haben wir nachher gleich das große Tagesthema. Und das ist wirklich, also da schlackern einem die Ohren. Es ist nicht so, dass es nicht
oder dass es vom Himmel gefallen wäre. Die angeblichen bösen Verschwörungstheoretiker, die wussten das vorher schon. Wir haben da auch am laufenden Band immer wieder drüber gesprochen. Aber im sogenannten Mainstream, da war ja Schweigen im Walde. Also wirklich tosendes Schweigen ging da ab. Man wollte nicht drüber reden. Und wenn jemand anderes drüber geredet hat, hat man versucht, den anderen zu diffamieren. Und das lief 3 Jahre lang so. Aber jetzt wollen wir noch nicht zu viel spoilern. Wir bleiben erstmal bei den kleineren Themen. Davon haben wir nämlich tatsächlich nicht mehr allzu viele, aber eine kleine Sache haben wir noch. Lassen wir die Bahn in Ruhe weiterfahren und drücken den Zugbegleitern, dem Zugpersonal, die Daumen, dass sie künftig wieder etwas sicherer arbeiten können. Wäre vielleicht auch eine mögliche Option, die ins Auge gefasst werden sollte, dass man die Ursachen der Unsicherheit anpackt und nicht die Symptome bekämpft. Denn wie gesagt, ist ja nett, dass man den Straftäter dann auf Video hat, aber der Zugbegleiter ist dann, wenn es blöd gelaufen ist, trotzdem zu Schaden gekommen. Toll, dass man dann im Nachgang gucken kann, ob man ihn vielleicht findet. Ja, und dann kriegt er 10 Sozialstunden und erhobene Zeigefinger und duzi-duzi oder wie. Die Ursachen liegen mittlerweile auf der Hand. Warum wird es immer unsicherer? Weil ein gewisses Klientel sich im öffentlichen Raum immer stärker breit macht. So kann man es, denke ich, relativ gut zusammenfassen. Und das dann dazu führt, dass Leute, die nicht zu diesem Klientel gehören, oft aus Sicherheitsgründen es sich dann doch eher zweimal überlegen, ob sie denn noch nach Einbruch der Nacht in bestimmten Bereichen in größeren Städten unterwegs sind. Mit inbegriffen auch der dortige ÖPNV. Ich war übrigens gestern Abend noch in Berlinistan unterwegs, war auch relativ spät erst zu Hause, so gegen 2 Uhr morgens, und habe dadurch mal wieder aus erster Hand nach vielen, vielen Jahren, ich war ja lange nicht mehr abends in Berlinistan, gesehen, was da so auf der Straße ist. Und Potsdamer Platz, Samstagabend, so Pi mal Daumen kurz nach Mitternacht. Völlig tote Hose. Ja, da waren ein paar Leute unterwegs. Ein gewisses Klientel. Aber dass da irgendwie mal normale Leute da sind, die irgendwie noch vielleicht von einem Theaterstück kommen, aus dem Kino kommen, zu einer Party fahren, so wie man sich das vorstellt, habe ich jetzt so nicht wahrnehmen können. Also ganz, ganz wenige, die so rumgehuscht sind. Am Bahnhof direkt ein bisschen mehr los. Aber dass da irgendwie Samstagabend Innenstadtleben wäre, völlig tote Hose da. Kein Laden offen, kein gar nichts. Das ist mitten im Zentrum. Da war ich doch etwas, also habe ich gedacht, schön. Schön im Sinne von ironisch, ihr versteht schon. Naja, was normale Leute sind, Leute, bei denen man jetzt nicht meint, da kommen gleich noch 100 Leute der Großfamilie hinterher, wenn man die schief anschaut. Also normale Menschen. Das, was vor 10, 15 Jahren völlig gang und gäbe an einem Samstagabend in Berlin war. Dass da eben jemand zur Party geht, dass da Leute mit Freunden unterwegs sind, dass man irgendwie so ein soziales Leben hat, außerhalb der eigenen 4 Wände. Aber als ich da gestern durch Berlin gelaufen bin, wenn man mal jemanden gesehen hat, dann so ganz, ganz schnell verhuscht. Und das hat mich doch sehr irritiert. Und ich habe ja lange in Berlin gewohnt. Ich bin 2012 nach Berlin gezogen, 2021 bin ich weggezogen. Und ich war ja früher sehr oft auch abends unterwegs. Es war ganz, ganz häufig so, dass wir Freitagabend noch bis Mitternacht in der Eishalle waren. Na gut, so 23 Uhr. Dann sind wir noch einen Kakao trinken gegangen im Café gegenüber. Lass mal bis 12:30 noch in diesem Café. Und dann sind wir heimgefahren. Und da war es voll. Das war Hohenschönhausen draußen. Also Sportforum. Wer aus Berlin ist, kennt das. Und da war man auch nicht alleine in der Tram oder so. Da waren ganz viele, die am Wochenende irgendwo noch hin wollten. Junge Leute unterwegs. Aber so, das, was ich gestern gesehen habe. Sicher, ich war jetzt gestern nicht am Sportforum. Das mag auch daran gelegen haben. Aber am Potsdamer Platz ein großes, großes Drehkreuz, verkehrstechnisch. Und keine Sau auf der Straße. An einem Samstag. Ja, schönes neues absurdes Tannen, nicht wahr? Und ihr könnt euch ja auch gerne mal selbst gegenseitig ein bisschen befragen, so im Chat, wie ihr denn aktuell eure Stadt nach zu späterer Stunde so wahrnehmt und ob sich da vielleicht doch was verändert haben könnte. Ich krieg's nun ganz akut mit, weil ich den direkten Vergleich zu früher noch einigermaßen präsent habe, weil ich ja nun länger nicht mehr in Berlin war. Ich erinnere mich noch dran, was heißt länger nicht in Berlin war, stimmt nicht, aber ich fahre ja immer nur rein nach Berlin, wenn ich was erledigen muss und fahre wieder raus. Ich mache ja da nichts. Ich sitze im Auto, fahre rein, meistens zur Firma, hole die Post, fahre wieder raus und Schlesikowski lasst mich in Ruhe. Oder ich fahre zum Training und fahre davon direkt wieder weg. Ganz, ganz selten, dass ich mal nicht mit dem Auto fahre. Aber früher bin ich ja alles mit der Bahn gefahren. Und da, früher, das ist gut. So die, bis 2020 bin ich ja sehr, sehr viel Bahn gefahren. Und da kann ich mich noch super dran erinnern, dass da am Wochenende immer was war. Touristengruppen, ja, es ist jetzt vielleicht nicht Hauptsaison, aber es sind Osterferien. Oder bei McDonald's. Ja, gut, da fahre ich auch manchmal hin. Aber dass da auch irgendwie einfach Menschen sind in einer 3,5 Millionen Einwohnerstadt. Aber das hat sich
von meinem subjektiven Eindruck von gestern wahnsinnig stark verändert. Und jetzt gerne mal eure Erfahrung rein, weil ich habe es ja nun nur einen Tag gesehen. Wetter war jetzt nicht brillant, war aber trocken, war in Ordnung, ist eben noch März. Deswegen haut gerne mal eure eigenen Erfahrungen rein, ob euch das auch aufgefallen sind. Master Swinger schreibt, deswegen sind sehr viele im Urlaub. Ja, meine Güte, aber früher waren doch auch mal Ferien. Da waren doch auch nicht alle im Urlaub, die in der Stadt waren, die man so gesehen hat im Straßenbild. Schauen wir uns die nächste Nachricht an. Lass mal Berlinistan sein und schauen mal in Richtung Frankreich. Der Lügel hat uns erzählt, dass nun nach diesem IS-Anschlag in Moskau, hat sich ja nun der Islamische Staat zu bekannt, dass man jetzt offenbar auch in Frankreich ein bisschen die Hosen voll hat, also ein bisschen viel die Hosen voll hat. Und dort wurde kurzerhand die höchste Alarmstufe ausgerufen. Dort scheint man zu fürchten um seine Sicherheit, ja, welche Überraschung. Und die haben jetzt die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen, die sie haben, was so viel bedeutet wie, dass unmittelbar ein drohender Anschlag zu erwarten ist. Jo, geil. Das wurde damit begründet, durch dieses Vorkommnis in Moskau, 130 zu Schaden gekommen, und der Gefahren, die Frankreich ja generell so drohen. Könnte es vielleicht sein, dass Frankreich da auch Jahre, fast schon Jahrzehnte lang politisch ein klein wenig was versäumt hat? Könnte es jetzt, da wir gerade über das Thema Sicherheit gesprochen haben, besonders in Metropolen wie Pariser Außenbezirke, könnte es da ähnliche Entwicklungen geben, deutlich stärker, noch deutlich brisanter, als es hierzulande mittlerweile der Fall ist, die eben dazu führen, dass unter anderem man da jetzt die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen hat? Ist da eventuell eine kleine Kausalkette? Oder könnte die da sein? Ach, natürlich nicht, nicht wahr? Überlegen wir mal kurz, wer ist denn da jetzt dran schuld, dass man in Frankreich Angst vor einem akuten islamistischen Anschlag hat? Ach, die AfD ist es. Ah, nee, Putin ist es. Wer ist sonst noch so schuld? Die Verschwörungstheoretiker. Frau Holle? Die Spinne in der Ecke? Sucht euch jemanden aus. Hat natürlich alles nichts mit nichts zu tun. Ist kein politisches Versagen, nicht wahr? Jetzt aber lassen wir Frankreich da von einer unmittelbaren Bedrohung ausgehen und gucken uns das erste große Tagesthema an. Da gibt es zuallererst einen Bericht aus der Berliner Zeitung, der sich eher mit den Randerscheinungen beschäftigt, nämlich mit dem vorhin angesprochenen tosenden Schweigen eben jener Medien. Da hat sich persönlich der Restler, unser Georg, vom öffentlich-rechtlichen Dummfunk, da hat der sich zu Wort gemeldet, bei Twitter, und erzählt nun, dass die Medien über die Thematik ja berichten müssten und da auch viel selbstkritisch aufzuarbeiten hätten. Na hört, hört. Der Restle erzählt nun, die Medien müssten selbstkritisch berichten. Und es kann doch nicht sein, dass die zu dem Thema gar nichts machen. Und sie haben tagelang zu dem Thema wirklich nichts gemacht. Ich habe jetzt, heute, vorhin, ich habe vor einer Stunde den Themenzettel geschrieben, im Spiegel einen Artikel zugefunden, bei T-Online Artikel zugefunden, jetzt in der Berliner Zeitung Artikel zugefunden. Gestern war davon nichts zu vernehmen, vorgestern war nichts von zu vernehmen und so weiter und so fort. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, worum es geht. Ich erzähle euch hier die ganze Zeit, erhöhe die Spannung, aber ihr wisst noch gar nicht, worüber wir eigentlich reden. Es wurden nämlich eingeklagt vom Magazin Multipolar, direkt wieder diffamiert beim Lügel, das rechte Online-Magazin. Also wenn Multipolar ein rechtes Online-Magazin ist, lieber Lügel, bist du ein linkes Online-Magazin. Immer so dieses Framing, nicht wahr? Ist jetzt auch nicht so, dass man da bei Multipolar schreiben würde, wenn es um Lügel geht, wenn der zitiert wird, das linke Online-Magazin durch Spiegel. Also ist es wieder so dieses, ja, das Framing. Gibt ja aus ARD Framing-Manual, nicht wahr? Auf jeden Fall hat das Magazin Multipolar die Protokolle vom Robert-Koch-Institut eingeklagt. Aus dem Jahr oder bis zum April 2021 bezüglich des damaligen Zombie-Irrsinns. Sie haben die Protokolle auch erhalten, die galten bisher als Verschlusssache. Könnt ihr alles umfangreich im Lügel nachlesen. Selbst die haben jetzt drüber berichtet. Auch denen ist aufgefallen, ja, das kann man vielleicht jetzt doch nicht mehr verschweigen. Es hat ein ganz komisches Geschmäckle, wenn man sich dazu gar nicht äußert, obwohl das Sprengkraft hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Protokolle sind nun öffentlich zugänglich, allerdings noch geschwärzt. Und dazu hat das Robert-Koch-Institut, festhalten, ein 1000-seitiges Dokument eingereicht mit einer Begründung, einer Rechtfertigung, warum da geschwärzt wurde. Die haben zu ihren Protokollen 1000 Seiten Erklärung geschrieben, warum sie der Meinung sind, die müssen da schwärzen.
Und wer soll sich das durchlesen, die tausendseitige Begründung, warum man da nicht mit offenen Karten spielen möchte? Das Magazin Multipolar gibt nicht nach. Die sind jetzt, haben den ersten Sieg vor dem Berliner Verwaltungsgericht davongetragen, haben diese Protokolle zugänglich gemacht. Da ist dem Restler offenbar nicht aufgefallen, dass er das halt auch hätte tun können. Gab es nämlich unter seinem Twitter-Beitrag auch den ein oder anderen sonstigen Twitter-Kommentator, der mal nachgefragt hat, ja lieber Restler, warum habt ihr nicht geklagt als öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Warum habt ihr euch nicht darum gekümmert, dass diese Protokolle öffentlich zugänglich werden? Warum müssen das Privatpersonen oder kleine Online-Plattformen machen? Warum haben sich da die großen, auflagenstarken Medien nicht dahinter geklemmt? Wenn doch von Anfang an klar war, da ist etwas im Busch, wo man vielleicht mal hinterfragen soll. Ach, hinterfragen war verboten, hat er jetzt gesagt. Aber wo man vielleicht so als normal mitdenkender Journalistender, dass man da eventuell drüber mal reden können sollte. Oder das ist beim Rest aber nicht angekommen, nicht wahr? Naja, jetzt plötzlich soll man da selbstkritisch herangehen. Und zurück zu den Protokollen. Wenn auch noch geschwärzt, sind sie bereits jetzt zugänglich und werfen Fragen auf. Das ist auch dem Spiegel aufgefallen. Multipolar will nun vor im Mai, ich habe mir das Datum extra aufgeschrieben, die wollen nun, sage ich es euch, am 6. Mai. Am 6. Mai ist der nächste Prozess angesetzt vor dem Berliner Verwaltungsgericht. Da wollen sie die Protokolle noch ungeschwärzt herausgegeben haben. Die haben gesagt, ja, ist ja schön, dass wir jetzt die geschwärzten Protokolle haben. Und die Begründung, warum da auf 1000 Seiten begründet, warum man da nun geschwärzt wurde. Aber wir hätten gern auch das Original. Also so vollumfänglich, was damals da abgelaufen ist. Denn die Fragen, die bereits mit den geschwärzten Protokollen aufgelaufen sind, die haben es ganz schön in sich. Es ist sogar dem ZDF aufgefallen. Unter anderem wurde das Risiko des Zombie-Irrsinns von mäßig auf hoch angehoben, laut Protokoll. Und da steht auch so was Nettes drin wie auf Aussage auf Weisung von so und so. Da ist ein geschwärzter Name. Und da gibt es jetzt gerade zwei Theorien. Ja, Verschwörungstheorie. Nämlich zum einen, dass das vielleicht eine Einflussnahme von außen gewesen sein könnte, da also ein Name aus der Politik steht und man es deswegen unkenntlich gemacht hat. Das ist die, wie ich finde, etwas hieb- und stichfestere These aktuell. So nach dem Motto, politische Weisung, die müssen das jetzt hochstufen, damit man den einen oder anderen Wahnsinn durchpeitschen kann. War ja aus machtpolitischer Sicht eine ganz, ganz angenehme Geschichte. Man konnte am Parlament vorbei regieren, man konnte per Verordnung irgendwas runterdiktieren, da hat sich der eine oder andere wundervoll dran gesund stoßen können. Man konnte also so richtig schön durchregieren, was in der Demokratie eigentlich nicht so üblich ist. Da sind parlamentarische Grundprinzipien außer Kraft gesetzt worden, da sind irgendwelche Hinterzimmertreffen plötzlich eingeführt worden, die überhaupt nicht vorgesehen sind im politischen System, wo dann Candy Crush gespielt wurde. Und das alles möglicherweise doch nicht so alternativlos, wie uns eingeredet werden sollte. Uns wurde erzählt, es wäre ach so gefährlich hierzulande. Und deswegen müsste das ja so sein. Man durfte nicht hinterfragen. Ganz eindeutige Aussage. Bundespressekonferenz, Tierarzt, die Maßnahmen dürfen nicht hinterfragt werden. Ja, wer schon so redet, wenn man etwas nicht hinterfragen darf, heißt es normalerweise, dass es da eine ganze Menge zum Hinterfragen gibt und es sich argumentativ auch nicht halten lässt, wenn es denn dann mal hinterfragt wird. Also argumentativ nicht halten lässt von dem, der nicht möchte, dass es kritisiert wird. Denn wenn man etwas entsprechend argumentativ belegen kann, dann dürfen die anderen das auch hinterfragen. Dann ist man so sicher in seiner Überzeugung, in seinen Fakten, die man parat hat, dass man jederzeit dem was entgegensetzen kann, wenn es jemand hinterfragt. Wenn man das aber nicht kann, dann hat das einen Geschmäckler. Wenn man versuchen möchte, das über etwas sprechen, das kritisch etwas betrachten, zu verbieten, dann deutet das ziemlich stark darauf hin, dass man es nicht belegen, beziehungsweise dass man seine eigene Ansicht, seine eigene Aussage nicht beweisen, nicht belegen kann und der andere die besseren Argumente hat. Und spätestens dann soll das öffentlich thematisiert werden. Hat man aber 2021 nicht gewollt. Und jetzt werfen die Protokolle genau das auf, was angebliche Verschwörungstheoretiker damals schon gesagt haben. Es riecht danach, dass es politisch instruiert wurde. Und das wäre dann zur Abwechslung mal nicht die Ampel gewesen, sondern die Murksel, die Merkel-Regierung. Und das ist nicht die einzige Frage, die aufgeworfen wird. Wer denn da nun akut diese Bedrohung hochgestuft hat, wer das veranlasst hat. Nicht nur der Name ist geschwärzt, da sind noch andere Sachen drin. Da steht nämlich auch drin, dass das Robert-Koch-Institut selbst ein Statement, eine Stellungnahme zum Thema FFP2-Maulkörbe veröffentlichen wollte.
Also sie haben sich da Gedanken gemacht, haben sich da zusammengesetzt und haben drüber nachgedacht, ist es denn sinnvoll oder ist es das nicht? Dieses ganze Maulkorbgedöns von wegen, man klebt sich da was vor die Schnauze und mit dem Maschendrahtzaun kann man auch die Mücken von der Terrasse fernhalten. Und jetzt ratet mal, ja, wenn ich schon so anfange, ist eine rhetorische Frage, aber nun ratet mal, was dabei herauskam bei dieser RKI-Einschätzung. Die selber habe ich mir auch wieder das Datum rausgeschrieben, nämlich am 30.10.2020 festgestellt, dass es, Zitat, keine Evidenz für eine Nutzung entsprechender Maulkörbe gibt. Außerhalb des Arbeitsschutzes. Erinnert mich etwas an unseren, habe ich seinen Namen vergessen, wie hieß er denn hier, Mr. Schmalzlocke, unser Drosnocchio. Was er zu Anfang noch erzählt hat, bevor die Politik auf den Zug aufgesprungen ist, von wegen, dass die Maulkorbparade, da gibt es keine Evidenz für, hat Drosnocchio damals selber erzählt. Als dann die politische Marschrichtung klar war, man festgestellt hat, oh, damit kann man ja Millionen scheffeln, dann plötzlich war es alternativlos, das wirksamste Instrument und überlebensnotwendig. Aber selbst der um den Thron rumgekrochen ist und maßgeblich in der ersten Reihe stand und Panik gemacht hat, hat zu Anfang gesagt, das ist Schwachsinn. Und jetzt haben wir ein halbes Jahr später, Drosnocchio hat das im Frühjahr noch rausgehauen, jetzt haben wir vom 30.10.2020 die Einschätzung vom Robert-Koch-Institut. Die haben genau das gleiche als Ergebnis gehabt. Und das ist noch nicht alles. Die haben nicht nur festgestellt, dass es Quatsch ist, dass es da keine Evidenz, keinen Beweis für gibt, dass es irgendwas bringt. Die haben weiterhin in ihrem Statement oder in ihrer Einschätzung mitgeteilt, dass das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Die wollten das verbreiten. Das ist aber nie passiert. Warum denn nicht? Politische Weisung, Fragezeichen. Könnte das sein? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Alles nur Verschwörungstheorie, nicht wahr? Aber wer jetzt meint, das ist nun das Ende der Fahnenstange, der irrt auch. Es wurde bereits versucht, das Robert-Koch-Institut mal dazu zu befragen. Das hat wohl sogar der Lügel gemacht. Die wollten da ein kleines Statement von haben. Die haben da mal konkret nachgefragt, ja, wie sieht es denn aus? Die Einschätzung gab so und so. Was hat es denn damit auf sich? Und jetzt ratet mal, wer da offenbar bisher schweigt. Das Robert-Koch-Studio. Jo, gut. Das mag jetzt relativ banal klingen, so aus dem Nachgang her. Aber erinnern wir uns mal an die Zeit vor 3 Jahren, vor 2 Jahren, als wir noch im Querformat hier gesessen haben und uns tagtäglich den Wahnsinn angeschaut haben, der uns politisch und medial serviert wurde. Was angeblich alles für tödliche Gefahren gewesen sein sollen, wie schlimm angeblich alles wäre. Und wer hinterfragt, ob das denn überhaupt einen Sinn ergibt, was die uns da erzählen, der wäre dran schuld, dass die Oma vom, keine Ahnung, drauf geht. Also wurde wirklich nicht nur massiver psychischer Druck auf die Leute ausgeübt, es gab riesengroße Diffamierungswellen. Jeder oder die meisten von uns, die schon länger da sind, die kennen einige Fälle, die auch aus erster Hand noch berichten können, wie sie versucht wurden, mundtot zu machen. Ich habe mich gestern erst mit Boris unterhalten, da haben wir auch noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was denn beim Zombie-Irrsinn so los war. Es ist ja kein Einzelfall. Das hat selbst jemand, der nichts in der Öffentlichkeit tut, der einfach nur auf Arbeit vielleicht mal angemerkt hat, dass es eventuell eine öffentliche Debatte geben sollte über das, was die Politik gerade macht. Das hat selbst der mitbekommen, weil der mitunter versucht wurde, rausgemobbt zu werden. Der wurde ausgegrenzt. Der ist, verfolgt ist ein hartes Wort, aber er hat negative Konsequenzen zu erdulden gehabt in sehr, sehr vielen Fällen. Und das ist gerade mal 3 Jahre her. Das ist jetzt nicht so, dass wir hier über Vorkommnisse von vor 200 Jahren reden. Wir sind alle Zeitzeugen von dem, was abging. Jeder von uns hat eine persönliche Geschichte dazu zu erzählen. Jeder von uns hat mitbekommen, wie er behandelt wurde, wenn er etwas hinterfragt hat, wenn er bei etwas nicht mitmarschiert ist. Und jetzt haben wir 2024. Seit ungefähr 1,5 Jahren ist der ganze Irrsinn komplett wieder beigelegt. Aber es kommt einem so aus der rückblickenden Perspektive wie einen schlechten Film vor. So nach dem Motto, hat nie existiert, klingt jetzt doof, aber ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Man sitzt da und denkt sich, das war doch irgendein Film. Das war doch nicht echt. Das gab's doch gar nicht. Ist aber gerade mal 1,5 Jahre her. Und wenn man dann bewusst wieder drüber nachdenkt und sich in Erinnerung ruft, was da für ein Affentanz veranstaltet wurde, dann läuft es einem ganz schön kalt den Rücken runter. Jetzt weiß ich aber gar nicht, warum ich das nochmal aufgegriffen habe.
So, den kleinen Rückblick. Machen wir weiter mit den aktuellen Entwicklungen. Ja, ich glaube, ich habe nochmal diesen kleinen Brückenschlag aufgenommen, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Dass man sich nochmal in Erinnerung ruft, was da politisch von heute auf morgen vom Zaun gebrochen wurde. Und wie jetzt im Nachgang versucht wird, von den Akteuren, die sich damals hingestellt haben, jeden kritischen Diskurs unterbinden wollten, wie jetzt von diesen Leuten versucht wird, sich wieder sauber zu waschen. Ihre Hände in Unschuld zu waschen, die weiße Weste auszupacken. Nach dem Motto, wir konnten ja gar nichts dafür. Wir hatten ja nur zu viel Hoffnung in ein bestimmtes Produkt gesetzt. Und überhaupt, wir haben uns ein bisschen verschätzt. Aber alles nur zu eurem Besten. Wir wollten euch ja nie was Böses, nicht wahr? Die gleichen Leute, die mitunter dubiose Millionendeals eingetütet haben, die uns jetzt erzählen, ja, sie hätten vielleicht heute mit dem Wissen von heute ein bisschen anders gehandelt. Mit dem Wissen von heute, Stichwort geschwärzte Protokolle, das Wissen von heute, nehmen wir mal das Beispiel mit dem Maulkorb-Irrsinn. 30.10.2020. Das hattet ihr damals das gleiche Wissen. Das RKI hat euch am 30. Oktober 2020 mitgeteilt, dass es keinen Beleg für diesen Irrsinn gibt. Und was habt ihr gemacht? Über 2 Jahre anschließend so getan, als gäbe es einen. Und jeden, der nachgefragt hat, wo der denn ist, versucht, aus der Öffentlichkeit zu drängen, zu zensieren, zu diffamieren. Wir waren damals 2000 Leute in einem Livestream 2021, so gegen 8 Uhr morgens. Den haben sie uns weggehauen, weil wir über eine Studie gesprochen haben, die der Politik damals nicht gefallen hat. Mitten im Livestream. Angebliche Fehlinformation hat sich mittlerweile alles als wahr herausgestellt. Ja, das sind so Erlebnisse, so schnell vergisst man die nicht. Oder ein Stream, den haben sie uns jetzt nicht in Echtzeit weggehauen, den anderen, über den ich jetzt rede, aber ein Vlog, 500 irgendwas war es, glaube ich, oder 800 irgendwas. Pavilon, du weißt es noch, Sommertour 2021, als wir uns um 3 Uhr morgens in Hunedoara vorm Schloss unterhalten haben, mit wundervoller Kulisse, ganz, ganz kleines Themenzettelchen hatten und ich nur in einer Randnotiz eine Studie erwähnt habe, die zu einem anderen Ergebnis gekommen ist, als das, was uns Murksel und ihre Sprecher in der Bundespressekonferenz erzählen wollten. Ich bin nicht inhaltlich auf diese Studie eingegangen. Ich habe diese Studie erwähnt, dass sie existiert und dass diese Studie der hiesigen Politik widerspricht. Und das hat gereicht, dass sie den Vlog damals gelöscht haben. Binnen von 3 Stunden war der weg. Als ich um 8 Uhr morgens aufs Handy geschaut habe, zack, war der Vlog gelöscht. Und jetzt ratet mal, ja, rhetorische Frage, wo der Vlog mittlerweile ist. Der ist wieder da. Klammheimlich. Klammheimlich wiederhergestellt, keine Entschuldigung, kein gar nichts. Damals noch einen Strike für bekommen, angebliche medizinische Fehlinformation, das ganze Gedöns. War überhaupt nichts falsch dran. Habe ja nicht mal den Inhalt der Studie aufgegriffen. Ich habe nur die Studie angesprochen und zack, Video gelöscht. Und dann irgendwann, innerhalb der letzten 1,5-2 Jahre, ist das Video klammheimlich wiederhergestellt worden. Ich habe keine Benachrichtigung drüber bekommen, kein gar nichts. Es ist einfach wieder da. Ich hätte es nicht mitbekommen, wenn es nicht Leute von euch mir gesagt hätten, dass es plötzlich wieder aufrufbar ist. Und das ist schon heftig, oder? Aber das war am besten absurdestan aller Zeiten ziemlich normal. Dass wir heute Trollparade haben, das ist übrigens gar nicht ungewöhnlich. Wir sind, jetzt ist 0.20 Uhr, ist Wochenende, da stehen die so langsam alle auf. Das kommt vor. Wir waren ja die meiste Zeit jetzt eher so mittags unterwegs, nachmittags unterwegs, doch schlafen die alle noch, so früh sind die nicht wach. Da hatten wir unsere Ruhe. Wenn wir aber zur späteren Stunde, zur Kernsendezeit unterwegs sind, naja, da sind sie dann doch irgendwann mal aus dem Bett gekrochen. Und deswegen, jetzt hätte ich fast was Böses gesagt. Ich überlege gerade, wie ich es freundlich formulieren kann, aber mir fällt keine freundliche Formulierung zu ein. Deswegen sage ich da mal nichts zu. Aber jeden Tag eine gute Tat. Und wenn Sie ansonsten im Leben nichts haben, als fremden Leuten auf den Sack zu gehen, ja, meine Güte, bitte sehr. Nicht wahr? Wir haben aber noch ein zweites großes Tagesthema. Und danach kommen wir dann langsam zum Ende. Wir brauchen länger für das kleine Themenzettelchen, als ich dachte. Gucken wir uns die nächste Meldung, das zweite große Tagesthema noch eben an, aus der Bundespolitik, nämlich einen Bericht vom Tageslügel, in dem es nochmal um die allseits beliebte Hampel geht. Es dürfte so ziemlich die unbeliebteste Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik sein. TV Tin schreibt gerade, da können wir wieder mit Pfählen um uns werfen. Ja, keine Sorge, der Forst ist gut bewirtschaftet, wir haben genügend Holz, können wir da alle raufsetzen und außerdem kann man gute Zäune mitbauen, nicht wahr? Dient der Abschreckung. Hat auch etwas Positives, damit kann man seine Befestigungsanlagen verstärken. Unser Manfred, der wirft ganz, ganz fröhlich, also keine Sorge, Manfred, wenn die Pfähle leer sein sollten. Unser Matze, der hat sicherlich noch Holz im Lager vorrätig und wenn nicht, muss er ein bisschen schneller anspitzen, dann haben wir genügend. Also das wird uns so schnell nicht ausgehen, nicht wahr? Jetzt aber nächstes Tagesthema, sonst sitzen wir nachher noch hier und plaudern. Ja, werden wir sowieso tun.
Gucken wir uns aber noch das zweite Thema an. Die wohl unbeliebteste Regierung der letzten Jahrzehnte hat nicht so richtig Lust darüber nachzudenken, dass es möglicherweise auch zu Neuwahlen kommen könnte. Und das ist nun etwas, deswegen wird der März mal wieder angegeifert. Ich mag den März auch nicht mehr allzu gerne. Was heißt, ich mag ihn nicht mehr allzu gerne. Ich habe ihn damals ja etwas Hoffnung in ihn reingesetzt. Ich habe gedacht, vielleicht macht er aus einer CDU wieder eine CDU. Hat sich als Fehler herausgestellt, habe ich falsch eingeschätzt. Hoffnung stirbt zuletzt, nicht wahr? Aber da habe ich mich geirrt. Der März hat genau das getan, was Murksel begonnen hat oder damit weitergemacht. Hat die CDU im Prinzip immer weiter verunstaltet, unkenntlich gemacht und führt das ja auch noch zusehends sofort. Naja, nun hat er aber in den Raum gestellt, dass wenn die Ampel zerbricht, was jetzt nicht allzu abwegig ist, dass man dann ja theoretisch neu wählen könnte. Und er hat da auch ein konkretes Datum zugenannt. Er hat ins Auge gefasst, den 22. September als für vorgezogene Neuwahlen. Und jetzt kommt die Ampel, nämlich SPD und Grüne, ganz, ganz vorne weg und erzählen, habe ich ein paar Zitate rausgeschrieben. Zum einen, SPD-Zitat, das zeigt, dass er noch nie Regierungsverantwortung hatte und dass auch besser so ist, dass er es nicht hat. Mhm. Liebe SPD und liebe Grüne, es wäre übrigens auch besser, wenn ihr nie in eine Regierungsverantwortung gekommen wärt. Also nur so der Vollständigkeit halber. Und euer Argument dagegen, dass es ganz zu Recht Überlegungen über Neuwahlen gibt. Ihr seid weg vom Fenster, ihr landet bei zusammengenommen, was hatten wir letztens? Ach, nicht mal mehr 30%, drei Parteien zusammen. Aber witzig. Also, wenn man keinen Rückhalt in der Bevölkerung mehr hat und auch im Parlament keinen mehr hat, dann ist es jetzt nicht ganz so abwegig, über eine Neuwahl nachzudenken. Aber alleine, dass der Merz es offen angesprochen hat, dass es ja sein könnte, dass die Ampel dann zerbricht. Ja, das kann sein, aber die kleben an ihren Stühlen. Also es geht ja mehr um das da, und da werden sie natürlich versuchen, sich möglichst lange zu halten. Aber unter normalen Umständen wäre so eine Marodierung längst zerbrochen. Trotzdem ist es jetzt böse und gemein, über Neuwahlen nachzudenken, weil das wäre ja verantwortungslos, das wäre leichtfertig. Man würde leichtfertig über Neuwahlen nachdenken. Ach, leichtfertig ist es. Mhm. Wenn ein Land gegen die Wand gefahren wird, in jedem erdenklichen Bereich, dann ist es leichtfertig, darüber nachzudenken, dass vielleicht eine andere Regierung etwas weniger schädlich sein könnte. Jetzt haben wir eine Aussage der grünen Irene. Mie irgendwas. Die Grüne, die hat was rausgeknallt, da dachte ich echt, nee. Also, das kann man sich nicht ausdenken, wie Olli so schön sagt. Und ich habe es mir auch nicht ausgedacht, das ist jetzt ein Zitat, das ihr nachlesen könnt im Tageslügel. Die Irene hat uns nämlich erzählt, jetzt muss ich kurz schauen, wo dieses Zitat anfängt. Wir regieren als Koalition erfolgreich und werden das auch die ganze Legislaturperiode tun. Das erzählt uns Irene von den Grünen. Wir regieren als Koalition erfolgreich. Ach, wo denn? Ich kriege diese Warteschleifenmelodie nicht richtig hin. Gibt es da auch einen, wirklich nur ein ganz, ganz kleines Beispiel, einen konkreten Fall, wo exakt die Grünen erfolgreich oder die Hampel-Koalition erfolgreich regiert, mir fällt nichts ein. Also auch wenn ich jetzt mal sehr wohlwollend drüber nachdenke, wo ist denn da was Erfolgreiches für Land und Leute Positives? Wo? Ach, wir haben ja gelernt, der Wirtschaft, der geht's ja nicht schlecht, nur die Zahlen, die sind nicht gut, nicht wahr? Ja, das kleine Einmaleins des Wirtschaftsministern. Ein Unternehmen, das geht nicht pleite, es hört nur auf zu produzieren. Und wer ertrinkt, der verstirbt ja nicht, der hört nur temporär auf zu atmen. Meistens ein bisschen länger dann. Wobei Zeit ist immer ein bisschen relativ. Jetzt erzählt uns die Grüne, sie regieren erfolgreich. In der Hose oder was? Aber da sieht man, was die für ein Selbstbild haben. Die kapieren das wirklich nicht. Die kriegen nicht hin, wie katastrophal schlecht dieses Land mittlerweile dasteht. Wirtschaftlich, infrastrukturtechnisch, sicherheitstechnisch, bildungstechnisch, da läuft doch nichts mehr. Und wenn man sich mit Leuten unterhält, die nicht in diesem Land leben, die nur mal temporär hier irgendwas zu erledigen haben, Arbeit, Familie, alles Mögliche, die sich mal kurz hier aufhalten und dann wieder nach Hause fliegen,
Ja, was meinten ihr, was die für einen Kulturschock kriegen? Und das ist jetzt auch keine böse Übertreibung oder sonst was. Wenn ihr Freunde habt, die nicht mehr in Absurdistan leben, dann lasst die euch mal besuchen. Fahrt mit denen nach Berlin. Lauft da durch. Und dann fragt die mal, ob die das normal finden. Naja, aber wir haben ja auch nicht zu wenig Wohnungen, nicht wahr? Ist es bloß temporär nicht genügend Platz vorhanden. Gleichzeitig haben wir aber auch wiederum Platz, um jetzt nochmal den Immobilienmarkt anzusprechen. Also es gibt kein relevantes Thema in diesem Land, bei dem die Grünen irgendwo noch nichts verkackt haben. Und nicht nur die Grünen, hängt ja der Rest der Ampel auch noch mit dran. Und trotzdem erzählen sie uns, sie regieren ja erfolgreich bis zum Ende der Legislaturperiode. Und da kann man jetzt ja fast schon sagen, gut, der klassische Tageslügelleser, von denen haben wir aktuell relativ viele anwesend, die sind jetzt, wie gesagt, aus dem Bett gekrochen, der klassische Tageslügelleser, der ist ja sehr, sehr wohlwollend gegenüber so einer Hampler eingestellt. Das ist ja genau deren Klientel. Mein Gott, da kriegen sie ihre Drogen legalisiert, da können sie sich gemütlich die Birne wegknallen und, naja, wir haben Platz, obwohl über 1 Million Wohnungen fehlen, passt dann schon irgendwie. Wenn man nicht hinterfragt, ergibt das schon irgendeinen Sinn. Und jetzt habe ich wieder eine rhetorische Frage für euch. Jetzt hat der Tageslügel, da hat man mal diese kleinen Abstimmungsdinger, kann man so einen Balken da hinziehen, ob man da zustimmt oder nicht zustimmt. Und da haben sie nachgefragt, ob denn die Tageslügelleser der Meinung sind, dass die Hampel wieder an Beliebtheit gewinnt. Und jetzt ratet mal, was dabei rauskam. 78% haben gesagt, nee. Von einem sehr, sehr regierungsfreundlichen Klientel. 78%. Gehen nicht davon aus, dass die Hampel nochmal einen Blumentopf gewinnen kann. 12% sagen ja. Und der Rest dazwischen, der weiß es bisher nicht. Der ist da so unentschlossen. Kennt ihr diese komischen Diagramme, wo man so dieses Tacho rumschwenken kann? Oh ja, liebe Grüne, selbst das euch nahestehende Klientel hat keinen Bock mehr auf euch. Und selbst die wüssten nicht mehr, wie ihr nochmal an Beliebtheit gewinnen solltet. Und ihr seid der Meinung, ihr regiert erfolgreich? Mir fällt ein kleiner Punkt ein, wo sie wirklich erfolgreich sind. Und dabei sich die Taschen voll zu hauen. Also klar, sie sichern sich erfolgreich fürs Alter ab. Die Pensionsansprüche, die sie sich da generieren, für 4 Jahre dummschwätzen im Bundestag, muss ein anderer relativ lange für arbeiten auf dem freien Markt, nicht wahr? Das ist schon erfolgreich. Aber ist das der Sinn eines Politikers, dafür zu sorgen, dass der ein schönes Aus- und Einkommen hat? Eigentlich nicht, oder? Ja, die nächste rhetorische Frage. Wenn man irgendwo als Abgeordneter tätig ist oder tätig sein möchte, dann sollte der Anreiz dafür doch nicht das eigene Portemonnaie sein. Das sollte es normalerweise darum gehen, in einem funktionsfähigen Land, dass man schaut, dass eine sinnvolle Politik für das Land und die Bevölkerung bei rauskommt. Dass ein Land gut verwaltet wird. Und nicht, dass man schaut, wo man noch irgendwie ein paar Euro mehr sich in die eigene Tasche stopfen kann. Wenn man das als Maßstab nimmt, dass man sich da selber die Taschen vollhaut, dann ist das erfolgreich. Dass man Leute in hochdotierte Posten schiebt, die in der freien Wirtschaft als Hilfsarbeiter irgendwo unterwegs wären und nie in den Genuss kämen, 20.000 Euro pro Monat auf die Hand zu kriegen, dann ist das sicherlich auch ein Erfolg aus der jeweiligen subjektiven Sicht. Aber für Land und Bevölkerung, so als Gesamtheit gesehen, die Zeche zahlen müssen, ist es kein Erfolg. Und wir sehen es am Immobilienmarkt, wir sehen es an der wirtschaftlichen Entwicklung, wir sehen es in jedem erdenklichen Bereich. Aber trotzdem erzählt uns die Irene, ja, es ist ja eine Erfolgsgeschichte, was die Grünen so tun. Und es wäre völlig leichtfertig und absolut verantwortungslos, wenn man dieses gescheiterte Experiment, wenn man das vorher abbrechen würde. Na, damit sind wir erstmal am Ende des Themenzettelchens angekommen. Ich überfliege nochmal, ob ich noch irgendein wichtiges Zitat jetzt übersehen habe. Ach ja, die SPD hat dem Merz noch parteitaktische Spiele vorgeworfen. Also, lieber Hampel, mit parteitaktischen Spielen kennt ihr euch aber genauso gut aus, nicht wahr? Ja, das mag jetzt in der Politik ein Stück weit normal sein, aber wenn man es selber macht und dem anderen vorwirft, dann ist es halt doch auch wieder etwas lächerlich. Parteitaktische Spiele, Stichwort Grüne in Berlin, nicht wahr? Jetzt plötzlich soll das tolle 29-Euro-Ticket wieder weg, was sie erst ewig haben wollten. Ja, ist auch ein parteitaktisches Spiel. Die anderen sollen es gefälligst abschaffen, doch bloß nicht die Grünen selber, dann fällt sie auf sie zurück. Aber das soll es für den absurdistanischen Irrsinn gewesen sein. Jetzt gehen wir in den gemütlichen Teil des Abends über und haben noch einen kleinen Kater hier liegen.
Der hat sich die ganze Zeit hier wieder mit, oder fast die ganze Zeit mit vor der Kamera aufgehalten. Der ist halt wieder sehr, sehr präsent hier im Studio. Ist er auch nicht immer. Dachte sich, oh, mal wieder Kernsendezeit. Dann schnurre ich hier etwas herum. Und schaut mal, wie er wieder da hängt. Die Chefin habt ihr auch schon gesehen. Die war zu Beginn des Vlogs da. Jetzt werde ich gleich niesen. Ich habe nämlich irgendwo Katzenhaar in der Nase hängen. Also davon dann nicht irritiert sein. Oh, jetzt verlässt er das Studio. Könnte es sein, dass die Chefin gerade runtergetrappelt kommt. Der hört es nämlich immer schon ticken eher als ich. Man hört ja die Chefin trappeln. Ihr leider nicht. Dafür ist die YouTube-App, das Mikrofon von der YouTube-App nicht gut genug. Aber wenn die Chefin oben die Treppe betritt, ist ja diese Wendeltreppe, kennt ihr ja. Dann hört man es schon so. Sie ist auch nicht mehr die zarteste Elf hier in der Redaktion. Ist auch erst so die kleine Wuchtbrumme. Dann hört man es trappeln auf der Treppe. Und ich höre es immer trappeln, wenn Juno so auf der Hälfte der Treppe angekommen ist. Dann höre ich es ganz deutlich. Und der Fladistant, der hört es schon, wenn sie oben die erste Stufe betritt. Und dann guckt er schon in die Richtung. Mal schauen, sehe ich eine Chefin? Noch nichts zu sehen. Aber ihr habt sie ja allesamt mitbekommen zum Beginn. Sie hat mich ja schon betatzt, sie hat euch angeschaut, sie hat euch einen schönen Sonntag gewünscht und hat euch in die nächste Woche geschickt. Hat sie anscheinend keine Lust, jetzt am Ende auch nochmal zu kommen. Nee, TV-Tin, Juna hat keine Schuhe an, aber sie ist, naja, etwas wuchtiger unterwegs, das kleine Schwergewicht. Und wenn die Treppe runtertrampelt, also trappt, die läuft ja relativ schnell, dann die Schwingung des Materials der Treppe. Die kann man vernehmen. Ja, es klingt total gemein, ich weiß. Nee, es sind nicht die Krallen. Das ist ja so eine freistehende Treppe, mehr oder weniger. Und die bewegt sich auch, wenn da nicht. Es bewegt sich immer. Da ist ein bisschen Spiel vorhanden und das hört man. Wenn da die Katze läuft, dann hört man das Holz der Treppe arbeiten. Ja, da wisst ihr, wie schwer meine Katze ist. Jetzt habe ich aber echt Hunger. Ja, welche Überraschung. Deswegen kommen wir langsam zum Ende. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Auch ein herzliches Willkommen an die neuen Reisegruppenmitglieder und den Haus- und Hoftrollen, die jetzt gerade alle wach geworden sind. Ein fröhliches Weitertrollen anderswo. Ich muss euch jetzt leider enttäuschen. Ich habe keine Lust mehr, ist falsch. Es klingt jetzt so böse. Nee, ich bin wirklich satt. Wir sind am Ende des Themenzettels. Das heißt also, wenn euch die Langeweile plagen sollte, müsst ihr jetzt in einem anderen Stream weiter rumspinnen. Und für den Rest der normalen Reisegruppe, wie immer, morgen geht es weiter, nicht wahr? Deswegen schlaft alle gut, so ihr denn jetzt ins Bett geht. Wir sind noch relativ früh heute fertig. Wir fangen ja auch gerne mal erst gegen 0 Uhr an. Und dann lassen wir die nächste Woche auf uns zukommen. Ich werfe mir jetzt eine Pizza in den Backofen und bin schon sehr gespannt, wie die Protokolle nun medial weiter aufgearbeitet werden. Da wurde erstmalig nach mittlerweile über 3 Jahren mal darauf hingewiesen, dass es eigentlich Aufgabe der sogenannten etablierten Medien wäre, dieses Thema vernünftig aufzuarbeiten, zu schauen, was da damals abgelaufen ist. Dass es doch nicht sein kann, dass private Personen oder kleine Initiativen da jahrelang klagen müssen, um an die Protokolle zu kommen. Warum hat das ein Lügel nicht gemacht? Warum hat das ein ARD nicht gemacht? Ein ZDF nicht gemacht? Was es nicht alles gibt. Warum musste das ein kleines Online-Magazin machen? Ist kein anderer auf die Idee gekommen? Ziemliches Trauerspiel. Werner fragt, wann der gelöschte Vlog war. Na, wir hatten relativ viele gelöschte Vlogs, aber ich vermute, du meinst jetzt den ich vorhin angesprochen habe, den aus 2021. Das war zu Beginn der Sommertour. Der erste Tag, als wir in Honedova waren, scheiße, wann war das denn? Anfang August 21 und letzte Juliwoche, 1. Augustwoche war das. Das war die erste Nacht, da haben wir dann rübergezogen von, ich kann nicht mehr, wo haben wir da übernachtet? Wir sind gefahren nach... War das, wo wir in Tschechien an der Burg über... Nee, das war 2022. Wo haben wir denn 2021 die erste Pause gehabt? War das Bratislava? Prag? Ah, ist ja auch Schnurz. Es war auf jeden Fall 2021 die Sommertour. Und da hatten wir dann mitten in der Nacht, da haben wir nämlich noch durchgezogen bis nach Kovinilor, damit ich vor dem Schloss mit euch den Vlog machen kann. Weil ich schon hundemüde. Also es war echt... Aber es hat sich gelohnt. Es war noch die 3 Stunden Weiterfahrt dann von der... Na, 3 Stunden waren es nicht. Aber die 2 Stunden Weiterfahrt von der Grenze waren es wert. Da habe ich noch nicht in Petschika angehalten. Normalerweise ist ja auf Sommertour unser erster Stopp immer Petschika, wo wir dann morgens in Murich die Nachrichten machen. Haben wir 2021 nicht gemacht. Wir sind direkt zum Schloss gefahren, weil ich diese geile Beleuchtung haben wollte, um euch das Schloss zu zeigen erstmal. Und da dann direkt noch das Flöckchen zu machen. Und den Flock haben sie weggeknallt. Vorhin hat schon jemand geschrieben, muss irgendwie 850, 800, 170 rum gewesen sein. Also irgendwie so in dem Dreh. Nee, TV-Tin, da habe ich nicht mehr in Berlinistan gewohnt. Ich bin im Januar 2021 umgezogen und es war die erste längere Sommertour. 2020 waren wir nur eine Woche, das war viel zu kurz als Sommertour. 2021 waren wir dann 3 Wochen auf Sommertour, das ist auch zu kurz. Mittlerweile sind wir ja
4 bis 6 Wochen auf Sommertour. Na, auf jeden Fall war das die erste längere Sommertour, auch das erste Mal mit dem neuen Traktor. Den Traktor habe ich im Herbst 2020 gekauft. Ja, Sommer 2020 hatten wir noch den Shorty, unseren Peugeot, wisst ihr ja. Und der 2021er Sommertour war dann die erste mit dem Traktor. Aber die genaue Flockzahl, ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Aber so 800er Bereich könnte hinkommen. TV-Tin, der andere Flock, der uns mittendrin gelöscht wurde, der war zu Hause, ja. Der war aber auch schon hier im neuen Studio, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, da saß ich noch unten auf dem Boden vor der Lavalampe mit dem Klopapier hinter mir. Es war ganz zu Beginn. Ich glaube, das war auch so ein... Da habe ich die Nacht wieder, ich glaube, hatte ich durchgemacht und habe den Themenzettel erst ganz, ganz früh fertig bekommen. Das war so ein Frühstücksfernsehen. Früh gegen 8 oder sowas. Und da waren wir 2000 Leute im Live-Chat. Und plötzlich haben sie uns mitten im Stream den Stream weggeknallt. Mag sein, dass sie uns in Schöneweide auch einen weggehauen haben. Die haben mir damals so viel gelöscht. Das ist mittlerweile alles wieder hergestellt. Das ist wirklich hanebüchen. Das erste Video, was wir uns damals zensiert haben, war im März 2020, wo ich die Panikmache vom RKI mal mit deren eigenen Zahlen hinterfragt habe. Als ich mir deren Statistik genommen habe und mal nachgefragt habe, ob das denn vom Kontext überhaupt einen Sinn macht, was uns da medial um die Ohren geknallt wurde. Ob das denn in einer 3,5 Millionen Einwohnerstadt relevant ist, ob da einer Schlupfen hat. Das war das erste Video. Das haben sie uns weggehauen. Offizielle Zahlen. Nur mal nachgefragt, ob das denn in irgendeiner Art und Weise rational haltbar ist. Aber das dürfte auch wieder da sein mittlerweile. Nein, lieber A.S., wie ich herumlaufe, das entscheide ganz alleine ich. Und ich finde meine Haare ziemlich gut. Habe ich schon mitbekommen, dass das den ein oder anderen etwas zum Kommentieren bewogen hat heute. Aber um euch zu beruhigen, ich weiß durchaus, dass ich da Haare habe. Ich kann da auch dran ziehen, das ist nur etwas unangenehm. Das ist beabsichtigt. Das finde ich nämlich sehr gut so. Und das hat ein halbes Jahr gedauert, bis man nochmal was gesehen hat. Das werde ich ganz sicher nicht abschneiden. Deswegen, nein, es bleibt alles so, wie es ist. Und warum finde ich es gut? Weil es mir ästhetisch gefällt und es passt ganz gut zu meinem Mittelalterkram. Da muss ich nämlich nicht ganz so viel schminken. Also muss ich trotzdem schminken, weil ich es fürs Mittelalter etwas deutlicher brauche. Aber so geht das mit dem Anziehen fürs Training, für Events doch deutlich schneller. Finde ich ganz gut, 2 Fliegen mit einer Klappe weniger Arbeit. Ich muss die Fotos weniger bearbeiten, also es ist für mich sehr, sehr angenehm. Und wie gesagt, mir gefällt es. Und ob es irgendjemandem, den ich nicht kenne, lieber AS gefällt, weißt du, wo mir das vorbeigeht? An den Barthaaren. Geht es fast das andere erwähnt, an den Arschhaaren, da geht es mir auch vorbei. Nee, aber das nur so als generelle Info für alle. Es mag ja sein, dass es den einen oder anderen jetzt nicht für die Reisegruppe, ihr wisst das schon, wir müssen da nicht mehr drüber reden, aber wenn jemand neu dazu kommt. Ich habe durchaus mitbekommen, dass ich da Haare habe und ja, ich will das so haben. Und da muss auch keiner sagen, aber du hast da ja Haare. Ach echt? Ja, nee. Ich habe keinen Spiegel hier zu Hause, weiß ich nicht. Das ist jetzt spontan über Nacht gewachsen. So wie ich rumlaufe, also das ist jetzt ein blöder Anfang eines Satzes, aber wenn ich in irgendeiner Art und Weise rumlaufe, dann mache ich das für gewöhnlich aus einem Grund. Und der ist normalerweise, dass es mir gefällt. Oder manchmal ist es auch für ein Fotoprojekt oder so, das ist dann was anderes. Aber wenn ich so sitze, wie ich hier sitze, dann ist der Grund, dass ich das so will. Und wenn ich was will, dann in aller Regel, weil ich es gut finde. Ob ihr das gut findet oder nicht, ist eure Sache. Aber ich schreibe euch auch nicht vor, wie ihr rumlaufen sollt, nicht wahr? Also lieber A.S., ich glaube, du bist mittlerweile rausgeflogen aus dem Chat. Lieber A.S., du kannst dir meinetwegen die Haare lila bunt gestreift einfärben, das ist deine Sache. Du kannst dir auch eine Klobürste in die Nase stecken, das ist auch deine Sache, es geht mich nichts an. Solange du mich damit in Ruhe lässt und ich nicht auch so rumlaufen soll, kannst du machen, was du willst. Und das gleiche Recht nehme ich mir für mich eben auch raus, ob dir das nur passt oder nicht. Wenn du es nie sehen kannst, naja, dann... Du weißt, wo die Tür ist, nicht wahr? Da kommt unsere Chefin. Hat sich gelohnt, dass wir noch etwas geplaudert haben. Da ist nämlich Juna persönlich. Jetzt habe ich sie gar nicht antrappeln gehört. Drumhör schreibt, es tut doch weh. Ich vermute, du meinst damit, sich eine Klobürste in die Nase zu schieben. Da habe ich keine Erfahrungswerte, das kann ich dir nicht so genau sagen. Aber ich meine, wir haben sicherlich aktuell jemanden im Chat anwesend, der das schon mal gemacht hat. Zumindest wirken einige heute so auf mich. Da kann bestimmt aus erster Hand berichtet werden. Usonelli fragt, welche Apple Watch das ist. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, die 6er ist es. Wir haben bei uns so eine Uhrenwirtschaft, eine interne. Immer wenn ich mir eine neue Apple Watch kaufe, die ist jetzt auch schon 2 oder 3 Jahre alt, gebe ich die vorherige an meinen Bruder weiter und der gibt die, die er hat, dann an meine Mutter weiter. Also die Uhr wird noch
weiter durchgereicht. Und deswegen weiß ich gar nicht genau, welche das jetzt ist. Ich glaube, es ist die 6er. Wann habe ich die gekauft? 2021 oder 22? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist eine Uhr, nicht wahr? Ich glaube, meine Mutter hat gerade die 5. Nee, mein Bruder hat die 5er, meine Mutter hat die 4er. Müsste die 6er sein. Die 7er habe ich nicht gekauft. Aber jetzt haben wir wirklich genug geplaudert. Sind wir wieder bei knapp einem Stündchen angekommen, obwohl wir seit 10 Minuten mit den Themen durch sind. Deswegen genießt den restlichen Abend. Jeder, der jetzt neu in unserer kleinen Reisegruppe ist, Reisegruppe, weil wir auch Sommertouren und sowas machen, dann Sightseeing betreiben und nicht nur über Nachrichten reden, dem ein herzliches Willkommen. Und allen anderen, naja, wem es hier gefällt, der bleibt halt. Und wem nicht, da ist so ein kleines Kreuz, könnt ihr raufdrücken. Na, Jungs, da muss ich aber jetzt raufdrücken, denn ich muss den Stream ausmachen. Deswegen bis nachher dann, also nach dem Schlafen sehen wir uns wieder. Voraussichtlich gibt es heute wieder Nachmittagsfernsehen und abends den ersten Eilmeldung und vielleicht noch ein Nachtjournal. Das muss ich mal gucken, wie das jetzt wie das dann zeitlich am besten zu timen ist. Wir haben nämlich momentan relativ viel am Stall zu machen. Wir haben bald ein Turnier, was ansteht, das ganze Mittelalterzeug, jetzt auch noch Ferienbetrieb. Heißt also, ich bin sehr mit meinem Kaninchen beschäftigt, meinem vierhufigen Kaninchen. Deswegen haben wir heute auch uns den Tag über nicht gesehen. Ihr wisst, sonntags ist immer Kavallerietraining und so, oder? Ist dann wahnsinnig schwierig, nebenbei noch Nachrichten zu machen. Aber soll nicht euer Problem sein. Ich sage euch auf Discord immer Bescheid, wann wir loslegen mit den Nachrichten. Und ihr kriegt sie hoffentlich einigermaßen mit, benachrichtigungstechnisch. Die Juna, die will Aufmerksamkeit, die möchte nicht spielen, die möchte gegrault werden, aber nur an der Stelle, die sie gut findet. Ja, ist nun mal die Chefredakteurin. Wenn man an eine falsche Stelle streichelt, dann guckt sie böse, so richtig, how dare you, und verdampft. Ja, verzieht sich. Aber jetzt, gute Nacht. Ich fange jetzt nicht noch ein neues Thema an, sonst sitzen wir in einer Stunde noch.